Hallo, ich bin Naomi. Hallo, ich bin Naomi. Und willkommen bei China Gadgets. And welcome by China Gadgets. Hi, hier ist Christian von China Gadgets und viele von euch haben auf YouTube gefragt, hey, ihr seid doch schon mal in China, wenn ihr da seid, geht doch mal zu Creality 3D, dem großen 3D-Druckerhersteller und fragt für uns mal so einige Fragen und wenn ihr schon mal da seid, vielleicht trefft ihr auch Naomi. Haben wir für euch gemacht, ich nehme euch mit. Bevor es in die Fabrik geht, sind wir im Büro gestartet. Das Büro liegt eben auch in Shenzhen, aber schon am Rande. Ja, ihr wisst es, wir haben schon mehrmals in den vorherigen Recaps erzählt, die Mieten explodieren förmlich in Shenzhen. Jede große Tech-Firma will da ihr Büro, ihr Lager, ihre Fabrik aufbauen. Und als wir dann angekommen sind, sind wir erstmal im Showroom gestartet. Der Showroom, den müsst ihr euch so vorstellen, da stehen eigentlich alle 3D-Druckermodelle, die sie bisher hergestellt haben, insbesondere auch 3D-Drucker, die es gar nicht erst in den Verkauf geschafft haben. Und während wir dann da so durchgeführt wurden, kamen sie dann eben auch rein, Naomi. Und zu der möchte ich euch dann im Nachgang noch eine ganze Menge erzählen, also bleibt definitiv dran. Was mich am Showroom sehr gereizt hat, waren eben die verschiedenen 3D-Druckermodelle und vor allem gab es dann eben auch Ausdrucke. Wenn man es mal vergleicht, zum Beispiel mit Arnet, ja, wo ich Anfang des Jahres war, eine ganz andere Liga, das muss man so sagen. Arnet war irgendwie eine Fabrik, da hatte man so ein bisschen Ahnung von 3D-Drucker, aber bei Creality selbst, fand ich zumindest, hat man diesen 3D-Druck-Gedanken sehr, sehr gelebt und das war sehr interessant. Wir sind dann noch ein bisschen weitergegangen durchs Büro und naja, es ist halt ein Büro wie jedes andere auch gewesen. Ja, war jetzt nicht so spannend. Deswegen sind wir auch ratzfatz ins Auto gestiegen und sind nochmal 15 bis 20 Minuten rausgefahren in ein Fabrikendistrikt, wo wir tatsächlich dann auch einen Tag später nochmal bei AldoCube waren. Und als wir dann in der Fabrik angekommen sind, dann wurde uns recht schnell klar, wow, wir sind irgendwie eine der ersten von außerhalb, die das hier so sehen können. Aber man hat sich dann auch gleich entschuldigt, tut uns leid, dass es so aussieht. Und wir haben dann eben recht schnell gesagt, nee, danke, danke wirklich für diesen Einblick. Was ist da geplant? Das Büro, was eben 15 bis 20 Minuten außerhalb liegt, wird mit in dieser neuen Fabrik positioniert. Ja, man hat einfach keinen Bock mehr auf diese Pendelei, sodass die neue Fabrik eigentlich aus drei Parts besteht. Einmal die Herstellung, die Lagerung und eben dem neuen Büro. Und als ich dann unten reingegangen bin, war es für mich sehr interessant, überhaupt mal diese Dimension zu sehen, ja? Oder überhaupt mal zu sehen, krass, der Ender 3 ist wirklich der Topseller zurzeit, ja? Überall standen riesige Berge an Kartons mit dem Ender 3 herum und ihr erinnert euch, vielleicht habt ihr es gesehen bei mir, den Test, die Vorstellung zum Ender 3. Das ist jetzt gar nicht ein spektakulärer 3D-Drucker. Der erfindet das Rad nicht neu, der ist jetzt nicht überraschend günstig, sondern der Mix macht es da. Ne? Für 150 Euro kriegen wir einen 3D-Drucker, stabil verarbeitet, liefert eine echt gute Druckerqualität ab, ist jetzt auch nicht zu groß, ist nicht zu klein, ist wirklich für den Einsteiger der nahezu perfekte 3D-Drucker, möchte ich sagen. Und das macht ihn eben auch so überaus beliebt. Ja, wir haben dann eine Führung bekommen, eben von Naomi. Und während sie uns herumgeführt hat, habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen. Es gibt ja einige Gerüchte, dass sie nur ein Maskottchen sei und habe ihr echt fiese Detailfragen gestellt. Aber man hat echt sofort gemerkt, die Frau hat wirklich Ahnung. Ja? Wir standen zum Beispiel vor dem brandneuen CR10S Pro und man merkt es am Wortschatz. Sie hat sofort semi-automatisches Leveling verwendet, Flachbandkabel, Begriffe in den Raum geworfen, Seriennamen, Stepper, Modellnummern in den Raum geworfen, sodass selbst ich teilweise meine Schwierigkeiten hatte, teilweise natürlich auch sprachlich bedingt, dem überhaupt zu folgen. Wow, hat die Frau eine Ahnung gehabt und so haben wir dann zusammen zu all die verschiedenen Modelle durchgehangelt. Wir haben uns die Platinen im Detail angeschaut. Ja, im Nachgang haben wir dann eben im Büro wieder ein bisschen drüber gesprochen, über zum Beispiel Trends, was kommt auf uns zu. Wir haben uns zum Beispiel drüber unterhalten über SLA-Druck, ja, das heißt Stereolithografie. Wir drucken mit einer Flüssigkeit, die von unten mit einer LED bestrahlt wird. Super gut, die Auflösung im Mikrometerbereich extrem genau. Man sieht diese einzelnen Layer tatsächlich nur noch unter Mikroskop. Ist aber letztlich extrem teures Hobby. Ja? Wir brauchen diese Resinflüssigkeit, wir brauchen verdammt viel Zeit, wir haben eine kleine Druckfläche, es stinkt, man braucht UV-Aushärtung. Da kann man sich schon mal fragen, ist das für den Einstieg die richtige Art 3D zu drucken oder drucken wir weiterhin lieber mit einem FDM-Druck, das heißt, ja, primitiv gesagt eine Heißklebepistole, die da durch den Raum navigiert und ein bisschen Filament rausrotzt. Ist Creality selbst sich nicht so sicher, der DL001 eben
der SLA-Drucker läuft so parallel zum bestehenden Sortiment und wird definitiv kein Topseller sein. Was ganz klar ist, bei Creality bewegt sich der Trend dahin, dass die Netzteile alle unterhalb des 3D-Druckers verbaut wird. Gesetzt ist auch, dass es in Zukunft einen leiseren Druck geben wird, ja, zum Beispiel mit den TMC, was ist das denn, 2100 Steppern, ja, die sehr, sehr leise sind. Man wird versuchen, das Tempo zu erhöhen, das ist auch definitiv angedacht. Und generell, dass man einfach noch besseres Erlebnis dabei hat. Ja, das heißt, dass die Druckqualität von Anfang an konstant gut ist. Wir waren ja zum Beispiel dann in der Fabrik auch und haben einen Bereich gesehen, wo wirklich inzwischen jeder 3D-Drucker getestet wird. Ein Trend könnte auch sein, dass man sich so ein bisschen auf Exoten fokussiert. Wir haben zum Beispiel einen 3D-Drucker gesehen, der hatte Druckmaße, ich würde sagen, von fast einem Meter mal Meter, aber nur eine Druckhöhe von 15 cm. Unübliche Maße, aber zum Beispiel für die Chinesen, die ein Schild für ihr Laden drucken wollen, ja, ist das natürlich der perfekte 3D-Drucker. Du kannst hier mal schnell, ab heute verkaufe ich auch Stühle, also drucke ich mir Stühle aus, pack das ran, beleuchte das vielleicht sogar noch schön, fertig bin ich damit. Dann ein ganz großes Thema und da wurde Naomi eben auch sehr leidenschaftlich Open Source. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, Creality hat gesagt, wir öffnen unsere Firmware, sie wird Open Source und letztlich haben sie es nicht getan. Das hat dazu geführt, dass es einen Riesenaufschrei in der Community gab. Ja, ihr wisst es selbst, ihr seid vielleicht sogar in dieser Community selbst drin. Dieser Spirit basteln, selbst Sachen verbessern, selbst dazu beitragen für alle, dass es besser wird, das ist eben dieser Open Source Gedanke. Hätte Creality nie gesagt, wir planen Open Source, dann wären sie ein 3D-Druckerhersteller wie viele andere auch. Aber dadurch, dass sie gesagt haben, ja, wir planen das, aber es nicht veröffentlicht haben unter der Open Source Lizenz, hat natürlich einen Shitstorm nach sich gezogen. Die Communities waren sehr, sehr verärgert und eben auch einige Shops, ja, wirklich, es haben Vertreiber gesagt, ey, Creality 3D-Drucker werden wir nicht mehr verkaufen. Long story short, Creality hat tatsächlich als einer der ersten China 3D-Druckern überhaupt ihre Firmware Open Source zugänglich gemacht und Naomi selbst sagt, boah, was für ein wahnsinniges Risiko. Klar, jeder Hersteller in China guckt links und rechts ab und Hardware zu kopieren, das ist die eine Sache. Aber die Firmware zu kopieren ist eben noch ein bisschen schwieriger und da hätte ich mich ehrlich gesagt auch wahnsinnig vorgesträubt, eben meine Firmware Open Source zugänglich zu machen. Ist natürlich, falls ihr wirklich in der Thematik steckt, sehr, sehr heikel. Ne? Wenn Open Source Elemente verwendet wurden, darf man nicht einfach drauf aufbauen und dieses Endresultat dann nicht Open Source Lizenz zugänglich zu machen. Ja, ist nochmal ein ganz anderes Thema, worauf ich hinaus will, und das hat Naomi dann eben auch geschildert. Es gibt Firmen wie zum Beispiel G-Tech, die bringen zwei Monate später vom CR10, vom CR20 den A10 raus, den A20 raus. Ja, also fast 1:1 Kopien, und wenn diese Firmware eben öffentlich zugänglich ist, dann auch mit der Firmware. Und das ist heikel, finde ich sehr spannend, ist ein sehr großes Risiko, wo sie mir dann eben auch gesagt hat, Christian, ganz ehrlich, kann man überhaupt erwarten beim 150-Euro-Modell auch noch eine Open-Source-Lizenz on top zu bekommen? Kann man sich drüber streiten? Ich würde sagen, kann man nicht erwarten. Und während diesen Gesprächen, und jetzt mache ich dann spätestens den Übergang zu Naomi, hat man gemerkt, wie viel Ahnung diese Frau tatsächlich von der Materie hat. Ja? Vielleicht mal zu Naomi selbst. Ich habe mir so ein paar Kennzahlen hier aufgeschrieben. Wenn ihr in der Szene steckt, wisst ihr, die war auf Covern von diversen Zeitschriften. Die hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Hey, vielleicht haben wir das als China Gadgets irgendwann auch mal. Die ist echt eine richtige Größe in dieser Maker-Szene. Ihr YouTube-Kanal hat, ich glaube, knapp 700.000 Abonnenten, Instagram 50.000, Twitter 50.000, Facebook 50.000, und so kommt sie dann irgendwie schon auf 1 Million Reichweite. Ist wirklich eine Größe, ja. Und zum Beispiel auch, ich glaube, BBC war in Shenzhen mal vor Ort, da ging es um Finance-Startups, dann hat sie eben die Fernsehcrew durch Shenzhen geführt. Nun ist es so, Naomi vertritt eben gewisse Marken als vielleicht Aushängeschild vor der Kamera. Ja, im 3D-Druckbereich ist es zum Beispiel Creality 3D. Was heißt vertreten? Ja, sicherlich kann man sagen, das ist eine Art Maskottchen. Man promotet das irgendwie, aber eben auch als Support und als Schnittstelle. Ja, sie steckt eben in diesen Communities drin, weiß, was da abgeht, trägt das Wissen aus den Communities weiter zu Creality 3D. Und andersherum nimmt sie das Wissen, das Know-how von Creality 3D und gibt es zurück in die Community. Das heißt, sie ist so eine Art Brücke.
Ganz interessant zu Naomi auch, ihr kennt vielleicht die Gerüchte von Reddit, dass sie eben nur ein Maskottchen sei, ja? Sie ist immer knapp angezogen, das bringt die Klicks, das ist ihre Mission. So ist es wirklich nicht. In Teilen kann man vielleicht einen groben Überblick haben, aber wir sind so oft in irgendwelche Detailfragen abgedriftet und sie hat mir am Beispiel 3D-Drucker echt so krasse kleine Details erzählt, dass man einfach merkt, die Frau hat Ahnung von Technik, die Frau hat Ahnung von 3D-Druck, die Frau hat Ahnung von Shenzhen im Allgemeinen, von der Kultur in China. Die steckt da echt richtig, richtig tief drin. Und so ist es ja auch, vielleicht habt ihr das mitbekommen, da sind viele, viele von der Meinung zurückgerudert, dass sie nur ein Maskottchen sei. Wir wussten nicht ganz genau, wie wir dieses Thema Naomi anpacken sollen. Ne? Natürlich, Brüste bringen Klicks, ich sage es ganz offen und ehrlich. Und das weiß sie natürlich auch, aber das ist nicht so ein Brüste-Ding, sondern sie hat es ganz offen und ehrlich angesprochen. Sie hat knallhart vorweggenommen, ja, ich habe meine Brüste in Thailand machen lassen. So what? Ja, und schon war das Thema aus der Welt. Ich fand es sehr, sehr charmant und professionell angegangen. Und sie hat was gesagt, das fand ich ganz cool. Sie sagte, naja, Christian, hör doch mal zu, ich meine, jede Newsseite, jedes große Blatt auf der Welt, jeder YouTube-Kanal ist in gewissermaßen immer auf Clickbait angewiesen, ja? Nicht immer Clickbait, aber häufig sind die Titel doch clickbaitig gewählt, die Bilder sind nach Clickbait gemacht, ja? Da gibt's große Ausrufezeichen, da gibt's krasse Aussagen, die dann im Nachgang wieder revidiert werden. Und sie sagte, meine Artikelbilder, ich bin das Clickbait, ich erzeuge die Aufmerksamkeit und dann liegt es an mir, dass ich es im Nachgang auf ein gewisses Niveau, so wie ich es mit mir vereinbaren kann, bringen kann. Und ich fand, der Vergleich ist vielleicht nicht zu 100% korrekt, aber da steckt viel Wahrheit drin. Und wenn sie das für sich verargumentieren kann und wenn hintenrum rauskommt, dass sie eben wirklich Ahnung hat und dass sie auch sozial sehr engagiert ist, so what? Kann ich dem nichts negativ abgewinnen, ja? Sie setzt sich zum Beispiel in Schulen ein dafür, dass die kleinen Kids schon rechtzeitig mit einem 3D-Druck anfangen, was ich sehr sympathisch finde. I think it's a fun little project for kids. Oder auch echt harte Themen wie gleichgeschlechtliche Ehen in China. Ich weiß nicht, wie ihr im Bilde seid, aber das ist da sehr, sehr heikel. Da bezieht sie öffentlich Stellung und geht ein gewisses Risiko ein. Finde ich sehr charmant. Sollte man zustehen. Wir haben drüber gesprochen, wie sieht es mit dem Support nach dem Kauf aus? Ja, es ist ja schön, dass in China nach dem Kauf alles vorbei ist und man sieht sich nie wieder, aber wisst ihr ja auch in Europa, ich meine, wir geben 300 Euro aus und selbst wenn es nur 150 Euro sind, da will man im Nachgang irgendwie nochmal irgendjemanden erreichen können. Wenn was kaputt ist, wie sieht es mit Ersatz aus? Auch wir müssen häufig sehr lange auf Informationen von Credity warten. Und auch da hat man uns zumindest zugesichert, was draus wird. Schauen wir mal, aber dass man uns schneller Informationen über neue 3D-Drucker gibt. Interessant fand ich auch, dass Naomi sehr hart Stellung bezogen hat. Ja, es waren Leute von Credity dabei, die auch Englisch sprechen können. Und sie sagte ganz klar, hey, der 3D-Drucker ist shit. So hätte ich das nie gemacht. Oder der CRX, der Multicolor 3D-Drucker. Da sagt sie, ja, war ein Griff ins Klo, umgangssprachlich gesagt. Ja. Hätte man so nie machen müssen. Da wurde jeder zum Beta-Tester degradiert. Der verkauft sich gerade nicht. Hätte ich ganz anders aufgezogen, habe ich den 10-mal gesagt. Und warum kann sie das überhaupt so sagen? Eben durch ihre externe Rolle. Sie ist nicht wirklich angestellt von Creality. Klar kriegt sie Geld für ihren Job. Aber wenn das wegbricht, dann ist es so. Sie hat genug andere Jobs. Und das erlaubt es ihr eben auch so hart, mit Creality ins Gericht zu gehen, aber eben auch vielleicht mal so hart auf die Community zuzugehen und sagen, hey, 150 Euro und ihr wollt Open Source, ist das nicht ein bisschen viel verlangt? Ich hoffe, ich habe euch jetzt einen kleinen Einblick geben können. Ich weiß, das ist sehr viel und ich habe noch nicht mal die Hälfte erzählt. Bevor ich jetzt zu sehr ins Detail abdrifte, ja, fragt mich gerne hier in den Kommentaren weitere Fragen. Ich hoffe, ich kann euch da eine coole Antwort liefern. Ich habe da wirklich einen sehr, sehr tiefen Einblick erhalten können. Ich fand es turbospannend. Ich muss ehrlich sagen, ich war sehr überrascht über diese direkte, ehrliche Kommunikation. Mir ist ganz klar auch, dass nicht uns alles gesagt wurde, dass immer noch mal so ein bisschen marketingtechnisch da vielleicht ein bisschen was für uns zurechtgelegt wurde. Dennoch, die Ehrlichkeit und Direktheit hat mich überrascht. Guckt euch gerne die anderen Recaps an. Wir waren ja schon in zig Lagern, Fabriken. Alle sind ein bisschen anders, alle handhaben das ein bisschen anders. Like dieses Video ganz gerne, wenn es euch gefallen hat. Abonniert diesen Kanal, da kommen nämlich noch ein paar andere Videos. Und dann sehen wir uns nämlich auch schon im nächsten Video. Ciao, euer Christian.